Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns heute am Sonntag, den 26.06.2016 in Königshofen in der Königsallee, wo gerade der Schützenkönig mit seiner Gattin Josef und Marlies Lehm und die Hofdamen vom Vorstand und von den schwarzen Husaren abholen. Hier in der Kutsche fahren sie jetzt Richtung Aufstellungsort des Zugweges und hier die Minister und die schwarzen Husaren, die und jetzt sind wir schon im Festzug in Königshofen, wo wir jetzt gerade im Sinne die Hofdamen und auch hier die Pagen Königshofen an uns vorbei marschieren. Zurzeit war das Wetter noch sehr zufrieden und wir hofften auch, dass das Wetter weiter trocken bleibt. Aber sehen Sie selber hier, noch sind wir wie gesagt in Königshofen und hier kommt auch schon die Kutsche mit dem Königspaar 2016. Dahinter folgt die Minister und jetzt sind wir schon bei den schillischen Husaren. Die Husaren sind hier mit dem Federbusch auf, ihre Kopfbedeckung und ja, sehen Sie selber, was der Zug brachte. Ja, hier kommen die circa 800 Schützen und Musikzüge zogen am Zug vorbei. Wir haben eine andere Einstellung vom Boden her mit der Kamera, die aber schon mittendrin sind hier, wie die Würdenträger und die nachher den als Vorbeimarsch erstmal abbiegen, um sich neu zu formieren und aufzustellen. Sie sehen, es ist noch strahlendes Wetter, also kann man sagen bewölkt, aber das Wetter ist in Ordnung. Und wir hoffen, wie lange das noch bleibt. Das weiß bis zu dieser Zeitpunkt keiner. Ja, hier kommen jetzt die Hofdamen von Königshofen mit dem König und die sich direkt auf den Weg zur Ehrentribüne machen mit den Minister und hier sehen die Husaren, Weißen und anderen Schützen erstmal weiter, um sich neu zu formieren, den Zug aufzustellen. Ja, so langsam sieht man auch, wie Sie sehen, am Himmel, es wird so langsam dunkel. Wir wollen hoffen, dass das Wetter doch nicht so schnell umschlägt, aber warten wir mal weiter ab. Ja, mehrere hundert Zuschauer säumten die Straßen in Königshofen, um diesen Zug, dieses Spektakel immer wieder mitzuerleben. Ja, jetzt sind wir in der Parade des Tamburgkorps. Königshofen stellt sich auf für den Vorbeimarsch und hier ziehen die Schützen und andere Gesellschaften um den aktiven Schützen und den Schützenkönig und dem Präsidium und ihren Gästen zu gratulieren für ihr Tag. Ja, noch immer, es ist schon mehr bewölkt, aber Sie sehen, die Straße ist noch trocken. Ja, naja, aber ich denke mal, man war froh und konnte den Zug überhaupt laufen lassen gegenüber gestern. Da lief gar nichts. Aber jetzt kommen wir langsam. Die Regenschirme werden geöffnet. Also hat doch der Regen, so langsam setzt auch der Regen ein. Aber die Parade geht weiter. Noch ist es noch annehmbar,
die Parade auch weiter zu gestalten. Ja, hier die Gruppe aus Bayern. Ja. Ja, wir kommen jetzt weiter zum dritten Teil der Parade. Ja, man sieht, jetzt ist es, die Straße ist wirklich richtig nass, aber es ist noch annehmbar, aber man sieht an den Seiten doch, dass es doch regnet und dann auch ein bisschen stärker wird, aber noch nicht, um den Zug abzubrechen. Man sieht ja auch langsam, dass sich die Reihen gelichtet haben. Viele Gäste sind schon von Gang gegangen, weil sie auch nicht unbedingt einen Schirm bei sich hatten. Es gibt aber noch eiserne Freunde der Schützen, die am... Ja, hier wird jetzt der Zug abgesagt vom ersten Brudermeister Georg Job. Aber es gibt ja jetzt doch noch einen Marsch ins Festzelt. Hier kommen jetzt die Ehrengäste und der Schützenkönig mit Gattin auch halt runter, die sich gleich in den Zug einreihen und dann Richtung Festzelt ziehen. Ja, hier nochmal der Bundeshamburger Königshofen von 1906. Ja, jetzt ziehen die Damen und der Schützenkönig und der, ja, wir sind schon weiter bei den Husaren, verschiedenen Dings, roten, ja. Ja, hier nochmal die Kapelle aus den Allgäu, aus Bayern. Ja, hier kommen die Jägerzüge. Man sieht ja auch an den Jacken schon, dass sie ziemlich durchnässt sind. Ja, aber man war froh, dass der Zug doch noch laufen konnte. Schlimmer wäre es gewesen, wenn man den Zug komplett hätte absagen müssen. 2 Tage ohne Züge, das wäre im Sinne auch für Königshofen eine Katastrophe. Denn es ist ja doch nicht schön bei der Arbeit, die hier in Königshofen gestaltet wird und dann auf einmal alles ausfallen muss. Ja, wir bedanken uns herzlich bei dem Brauchtum und Tradition und kommen wieder in voller Länge. Auf Wiedersehen.